Genau noch 9 Tage bis zur Bundestagswahl. Im Wahlkampf-Endspurt haben erneut Spitzenpolitiker die Region Neckar-Alb besucht. In Tübingen waren die baden-württembergischen Spitzenkandidaten der Linken, Bernd Rixiger und Gökay Akbulut, zu Gast. Zuvor hatte der bundesweite Spitzenkandidat Dietmar Bartsch in Reutlingen seinen Wahlkampfauftritt. Die Linke präsentierte sich in Reutlingen und Tübingen am Freitagnachmittag als Partei, der vor allem 2 Dinge wichtig sind: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Denn beides gehöre untrennbar zusammen. Ohne das eine gäbe es das andere nicht. Klimawandel erfordert gesellschaftlichen Wandel, Akzeptanz dieses Themas. Und deswegen, wir stehen in besonderer Weise für den sozialen Ausgleich beim Klimawandel. Wir wollen, dass die Menschen nicht Angst bekommen, sondern dass sie das als Chance sehen. Klimawandel muss nicht nur bezahlbar sein, sondern er muss attraktiv sein. Dazu gehöre auch, dass der Güterverkehr auf die Schiene und auf das Wasser verlagert werden solle, so Dietmar Bartsch. Die CO2-Bepreisung sei der falsche Weg. Beim Thema soziale Gerechtigkeit setzt die Linke auf Umverteilung. Ärmere und mittlere Haushalte sollten entlastet, reichere belastet werden. In der Krise sind gerade die Milliardäre und die Multimillionäre reicher geworden. Hier etwas abzuholen, ist ein Gebot der Stunde. Und ich freue mich, dass Gewerkschaften, dass Sozialdemokraten und Grüne hier eine ähnliche Haltung haben. Die Wahlkreisabgeordnete Jessica Tatti sprach sich für einen echten sozialen Wandel aus. Der Mindestlohn solle auf 13 Euro pro Stunde angehoben werden. Alle sollten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Und der Staat solle etwas gegen die explodierenden Mieten tun und wieder mehr Sozialwohnungen bauen. Dieser Ansicht ist auch Bernd Rixinger, der die baden-württembergische Landesliste der Linken anführt. Auf der Fahrradstraße Karlstraße in Tübingen erläuterte er seine Vorstellung von der Verkehrswende. Eine möglichst autofreie Stadt der kurzen Wege. Fußgängerfreundliche Städte, Fahrradwege gut ausgebaut und der Rest muss mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gemacht werden. Und wir sagen, in Schritten kostenfrei. Als erster Schritt solle ein 365-Euro-Ticket eingeführt werden. Schüler, Rentner und Erwerbslose dürften Bus und Bahn gratis benutzen. Die Rente müsse auf 53% des Lohnes erhöht werden, um Altersarmut vorzubeugen. Es heißt im Prinzip, nach unserem Rentenkonzept bekommt eine Verkäuferin 120 bis 150 Euro mehr Rente, ja, um es mal zu übersetzen. Damit würden wir im Übrigen auf dem Niveau des bekannten Sozialisten Helmut Kohl liegen. Gökay Akbulut, die Nummer 2 auf der baden-württembergischen Landesliste, forderte vor allem Verbesserungen für Erwerbslose. Ja, also wir wollen das Hartz-IV-System abschaffen, 1200 Euro Mindestsicherung. Und wir wollen, dass das Arbeitslosengeld länger gezahlt wird. Wir wollen, dass die Interessen der Betroffenen in den Mittelpunkt gestellt wird. Daneben erklärte die Mannheimerin mit kurdischen Wurzeln, sie würde sich auch für Frauen und Migranten einsetzen. Für Letztere forderte sie ein eigenes Ministerium. Denn je besser Zuwanderung gestaltet würde, desto besser gelänge auch das Ankommen der Menschen.